Fähigkeiten im Inventar. Dann fangen wir mit Torchlight an. Ja, ich level nebenbei ein paar Waffen bei Call of Duty. Okay. Wollen wir das einzeln machen oder wollen wir das 10er-Pack gleich raushauen? Ach, machen wir es einzeln, warum nicht? Kannst du noch eine Runde? Ach, du meinst das Unboxing oder was? Ja, die habe ich nämlich alle gesammelt, schön und fröhlich. Schrott. Ja, Schrott. Größtenteils. Schrott. Ja. Jo. Ach, wobei das Unboxing ja eigentlich recht schnell geht. Ja, du kannst, das geht recht schnell. Du kannst natürlich auch, wenn du 10 Gebete hast, 10 auf einmal benutzen. Und das ist halt der Unterschied. Mach ich das, sehe ich mir das jetzt 10 mal am Stück an oder hau ich gleich einen 10er-Pack raus? Und guck mir dann ja, an, was ich bekommen habe. 10er-Pack raus. Weil ich das so entspannter finde. Ich finde es so einfach entspannter. Okay. Das ist jetzt einfach nur ein stilistisches Mittel. Oh, ein Bogen. Steinschleuder. Auch Schrott. So, wie viel habe ich denn noch? Von dem blauen habe ich noch 5. Ich glaube nicht, dass ich was Gutes kriege, weil bei sowas bin ich eigentlich... Ich habe da immer so einmalig Glück und dann war es das für das Jahr. Altes Scharfschützen. Eiserner Schatten. So, und 3 Stück habe ich noch und dann kommen die bunten. Soll ich da ja Waffen priorisieren, Leute, oder Figuren? Oh, Regenschnitter. Das ist eine 4-Sterne-Waffe. Die könnte gut sein. Die könnte okay sein. Regenschnitter muss ich mir mal angucken. Schwarze Quaste, das ist was für die Xingling. Shaolin. Oder Shaolin ist, keine Ahnung, wie die heißt. Xingling. Schönes Flugschwert. Okay. Bis auf das Zweihänder war da eigentlich nur Schrott drin. Mm. So, das Zweihänder. Wir haben jetzt noch 11, 18 von diesen normalen Gebeten. Nein, abbrechen. 18 von den normalen Gebeten. Da können wir natürlich jetzt versuchen, die hier die Waffengebete zu benutzen oder die Figurengebete. Das ist so. Figurengebete ist ein bisschen scheiße für dich wegen Klee. Ja, wenn man so hat, hat man es, aber das ist auch ein 5-Sterne-Charakter, von daher ist es immer so ein bisschen schwierig. Da würde ich jetzt meine Zuschauer fragen, weil das Spiel spiele ich ja größtenteils für euch. Ich komme mit meinen Waffen eigentlich super klar. Wollt ihr eher die Waffen-Bundles haben oder die Figuren-Bundles? Wir können es ja auch mixen. Bedeutet, ich würde es mixen. Ja, so 9-9 oder 10-mal Figuren, 8-mal normal, je nachdem, wie ihr möchtet. Da könnt ihr euch im Chat dazu jetzt äußern. Und wenn wir das dann gemacht haben, können wir zu Torchlight wechseln. So, wegen dem Delay muss ich jetzt noch mal ein bisschen warten, ob da jemand in den Chat schreibt oder nicht. Also ab 80 Puls bekommst du ja ein garantiertes Legendary. Ja, ab 80 Gebet, ab 80 oder 90 Gebeten, da sind sich die Webseiten auch nicht so ganz sicher, bekommst du ja automatisch einen 5-Sterne-Dingsbums. Das stimmt. Ist halt nur die Frage, wollen wir auf Waffen aufbauen oder wollen wir auf Figuren aufbauen? Obwohl ich bei meinen Figuren leider ein bisschen fest bin, weil Mona und die Lisa, nicht nur namenstechnisch, Mona, Lisa, super einfach miteinander harmonieren. Die Noelle einfach sich in mein Herz getät hat, sozusagen. Und ja, der einzige Charakter, den ich so ein bisschen wechseln könnte, ist die Amber. Aber einen Fernkämpfer hätte ich schon gerne immer. Also einen Range-Bogenschützen hätte ich dann doch schon gerne in meinem Squad drin. Von daher könnt ihr jetzt entscheiden, Waffen oder Charaktere. Weiß nicht, mit der Klee, die ist mir eigentlich relativ wumpe. Aktuell dementsprechend könnte man natürlich das nächste Angebot abwarten. Oder man macht halt alles in die Waffen rein. Jo, müsste mal gucken. Gibt es im Discord irgendwas Neues? Nein.
Die Jessie ist auch offline, die wird wahrscheinlich Spätschicht haben. Von daher alles gut. Jo, dann haut mal raus. Das oder das. Das oder das. Also ein 5-Sterne-Ding wäre schon geil, ne? Opferrituale, Gebete der Finde, vier Winde, Wolfsgrab. Sehen schon nice aus, die Waffen. Obwohl es immer schwierig ist. 5-Sterne-Waffen, die müsstest du dann für den Verfeinerungsgrad mindestens zweimal haben, um die ein bisschen zu verbessern. Also da kannst du schon echt reinbuttern. Hast noch kein Legicha, würde erst Chars machen. Ich hab eigentlich die Mona. Ist doch ein Legi-Charakter, oder nicht? Naja, ich würde sagen, wir machen halb-halb. Weil die Charaktere mir teilweise wirklich egal sind. Drachenblutschwert, na super. Mache ich 9 Stück, mache ich 10 Figuren und 8-mal Waffen. Kühle Klinge. Das ist jetzt was 4-Sterne-mäßiges. Phanphorius-Kodex. Ich glaube, den hat gerade die Mona oder die Lisa. Das bedeutet, ich könnte den verfeinern. Das ist ganz gut. Buckwing oder Diluc, hoff drauf. Du kannst nur mit doppelten Sachen verfeinern, oder was? Ja. Verfeinern kannst du nur, wenn du die gleiche Waffe nochmal hast. Diluc müsste ich dann auf Wanderlust gehen, aber Wanderlust haben wir ja schon 10-mal geöffnet, weil die diese blauen Gebetsteine benutzt. Warte mal, ich glaube, ist Diluc nicht auch in dem anderen Pack drin? Genau, Diluc ist hier drin. Da haben wir heute ja, schon. Ja, Diluc müsste aber auch in dem anderen Pack drin sein. Muss mal gucken auf Details. Ist, glaube ich, je nachdem nur die Chance anders. Okay, wir können die Klee bekommen. 5,000% Wahrscheinlichkeit für 5-Sterne-Objekte oder 4-Sterne. Bei 4-Sternen ist die Sakharos, Noel und Exinqui. Und ansonsten haben wir nur die Klee. Nee, geh mal runter, da müsste eine Liste sein. Ja, das ist Klee. Ja doch, Diluc ist hier aber auch drin. Also Diluc ist auch in dem Pack. Ja gut, drin. Das ist die Basiswahrscheinlichkeit. Das ist die Basiswahrscheinlichkeit. Das hat nichts mit dem, das hat nichts. Objekte, nein, die bei Wünschen zu erhalten sind, ist was anderes wie Charaktere, die hier. Ah doch, die haben hier nur eine bessere Wahrscheinlichkeit. Ah, ja. Ich verstehe. Nein, das hat mal einer in dem YouTube-Video erklärt, ja, die ich verstehe. Wahrscheinlichkeit, dass du ein 5-Sterne Objekt bekommst, ist theoretisch 50%. Die Wahrscheinlichkeit. Das ist andersrum. Du kriegst die Wahrscheinlichkeit, ein 5-Sterne-Objekt zu bekommen, ist 0,6%. Bei 90 Gebeten bekommst du zu 100% garantiert einen 5-Sterne-Charakter. Mhm. So, wenn du dann auf dieses garantierte, den 5-Sterne-Charakter. Genau, und die Wahrscheinlichkeit, dass der 5-Sterne-Charakter dann Klee ist, ist 50%. Ist 50%. Genau. Richtig. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man das dann einmal so ein Video gesehen hat. Und bei Diluc ist die wahrscheinlich halt ganz, ganz niedrig. Ja, 50-50 dann halt, ne? So, dann würde ich sagen, 10-mal Figuren und 8-mal Waffen. Vielleicht finde ich ja dann was super war. Magieführer. Meh. Vielleicht kann ich mir nochmal ein Gebet holen, weil ich ja doch ziemlich viel Sternenstaub davon krieg. Das ist wieder was 3-Sterniges. Schlagfestes Argument. Ich glaube, doppelte Charakter, die Charaktere an sich kannst du auch verfeinern, weil wenn du doppelte Charaktere hast, dann schaltest du irgendwie so ein Sternzeichen raumfrei oder so. Nee, wenn du einen Charakter doppelt hast, dann verwandelt sich der Charakter in so ein Öl oder in so ein Fläschchen und damit kannst du dann die Abilities von den Charakteren verbessern, ja. Ah. Eid des Scharfschützen. So, 2-mal mache ich jetzt noch flammende Schritte, dann machen wir 8-mal diese Waffen. Obwohl ich eigentlich mit Waffen eigentlich auch ganz, ganz happy bin. Wir könnten eigentlich auch alles in Figuren reinstecken. Hier kriegen wir auch Waffen raus. Das ist wieder 3-Sterne-Waffe. Du siehst es so ein bisschen, wenn der Stern lila ist. Ja, nee, du siehst es definitiv schon. Ja, das ist jetzt auch wieder 3 Sterne. Schlagfestes Argument.
Oh, ist Verfeinerungsgrad 4 das höchste, was man halten kann, oder 5? Das hier wird jetzt 4 Sterne. Ui, Saccharose, schon wieder. Ja, und hier sieht man zum Beispiel die Saccharose, oder ich sag Saccharose, die habe ich ja jetzt schon. Bedeutet, ich habe jetzt nicht die Figur bekommen, sondern unten in der Mitte siehst du ja, dass ich jetzt dieses Pulver da bekommen habe. Und so, also, das ist mir irgendwie so ein Schritt zu viel drin. Also das hätten sie einen Schritt kürzen können, finde ich. Generell habe ich so auch das Gefühl, dass sie mit der Währung ziemlich viel rumspielen. Ja, das ist ja auch sowas irgendwie. Da Staub, da Sternenstaub, da Sternen, das, da irgendwas. Warum habe ich nur noch 6 Gebete übrig? Wollte ich das nicht in Waffen investieren? Egal, machen wir alles in Figuren draufgeschissen. Beim nächsten Mal machen wir Waffen. Dann alles in Figuren umgesprungen. Ja, stimmt. So, Kinas, ich würde sagen, Achtung. Also ich würde jetzt nochmal kurz auf Toilettchen gehen und dann würde ich mal Torchlight 2 starten. Außer dein Plan ist jetzt, das Bändchen weiterspielen, dann lasse ich euch natürlich alone. Nö. Da wir ja nicht ewig in 3 Tagen Torchlight spielen werden, können wir auch später zu Genshin wieder runter. Ich habe das Spiel gestern auch wieder extrem lange gespielt. Okay, dann melde ich mich gleich nochmal. Jo, frohes Kacken. Bis gleich. Oh, 4 Sterne. Opferrituale gucke ich mir mal an. Göttliche Fügung überspringt die Abklingzeit einer Elementarfähigkeit beim Verursachen von Schaden mit dieser Fähigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%. Hä? Warte mal, das muss ich mir erst nochmal laut vorlesen. Überspringt die Abklingzeit einer Elementarfähigkeit beim Verursachen von Schaden mit dieser Fähigkeit mit einer... ich verstehe. Also ich habe mit diesem Ding eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich meinen Skillshot mit der Mona mache, dieser dann Schaden macht, habe ich 40% Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding danach nochmal einsetzen kann. Das ist für die Mona und für die Lisa eigentlich Quatsch, weil die sowieso kaum Abklingzeit haben. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber okay. Zweimal können wir es noch machen und dann gucken wir mal, ob ich mit dem Sternenstaub mir irgendwas holen kann. Gut, das bedeutet für mich Kohlefarm und die Talente mal ein bisschen aufwerten. Ja, okay. War jetzt nicht so viel. Gehen wir mal zum Händler. Gucken wir mal, was wir da haben. Kein Dingsbums. So, Urgestein ist leer. Sternstaub habe ich 300. Oh, das würde ich mir gerne holen. Nein, davon habe ich nur 18. Hier, Sternstaub ist das hier. Ich könnte mir natürlich solche Sachen holen, aber die brauche ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ich könnte mir Mora holen. Aber eigentlich brauche ich das auch nicht. Warte mal, 5 mal 75, 75, 150, 300, könnte sogar hinkommen. Nein, ich kann nur noch einen kaufen diesen Monat. Okay. Alles klar. Vielleicht kriegen wir noch einen. So, probieren wir es nochmal. Ich glaube es nicht, aber wie gesagt, ich habe ja versprochen, dass ich das unter der Woche so gut ich kann, diese Steine sammle. Und die dann mit euch einfach... Na, da hätte ich vielleicht einmal Waffe machen können. Ah, das ist eine... Oh, 4 Sterne. Schon wieder! Warum? Wieso? Die spiele ich doch kaum! Warum kann ich die jetzt 3-mal verfeinern? Was zum Geier? Was will das Spiel mir sagen? Ach man, eine Emma wäre cool. Wenigstens etwas. Beth ungezügelt. Verlängert die Wirkdauer von verbotener Windseelenschaffung. Okay.
Warum? Das ist von den ganzen Figuren meine einzige, die wirklich... Gut, hier, Wolfsinstinct, Razor habe ich noch. Auf Stufe 1. Den Xingui eigentlich auch. Den Xingui habe ich jetzt zweimal bekommen insgesamt. Beim Razor bin ich mir gar nicht so wirklich sicher, ob ich den vielleicht einfach nur gezogen habe und mit der Quest bekommen habe, weil irgendwie konnte ich den halt aufwerten. Den kann ich nicht aufwerten. Die habe ich schon dreimal aufgewertet. Warum? Ist, glaube ich, eine Supporterin, ne? Vielleicht sollte ich mit der mal ein bisschen spielen. Aber Furies ist immer ein bisschen... Bin ich vorsichtig, weil das eine ganz komische Community ist. Und ganz komische Menschen. Mona ist klar. Noelle hätte ich natürlich gern. Ja, super, meine Lieblingscharakter natürlich. Eher... Pff. Ja gut, hier ist natürlich klar, ne? Das kriegst du irgendwann hoffentlich komplett raus. Warte mal, vielleicht kann ich doch noch was holen. Ich habe 20. Davon könnte ich 4 Stück holen, aber eigentlich würde ich gerne für sowas sammeln. Hier für Waffen oder hier für eine Figur. Okay, okay. Amora ist natürlich jetzt dreimal Amora holen oder hiervon was holen. Ist natürlich super, aber ich möchte erstmal das hier rushen. So, einmal können wir noch. Das werde ich übrigens dann auch separieren und dann auf YouTube stellen. Dieses Unboxing. Na, 3 Sterne, shit. Zwerg, Waffen oder Figürchen. Wir haben natürlich noch die Chance, Klee zu bekommen. Das bleibt noch 2 Tage, das auch noch. Und das ist dauerhaft. Okay, ich verstehe. Standardgebete sind dauerhaft verfügbar. Wähle Details, um mehr zu erfahren. Die Hino meint... Okay, Hino-Charakter. Alles klar. So, was haben wir dann? Ich glaube, nur Lila gibt es Charakter, weil ich glaube... Himmelsflugschwert. Wenn der Schein blau ist, sind es 3 Sterne. Wenn es lila ist, sind es 4 Sterne. Und wenn es Gold ist, Baby, dann... Oh, Klee, bitte nicht. Klee ist ein 5-Sterne-Charakter, den ich nicht wirklich haben will. Letztes Gebet. 4 Sterne. Das ist schon mal nicht Klee. Oh, Noelle, Mädchen. Das war super. Weil jetzt habe ich nämlich... Ich habe zwar die Noelle schon, aber dafür kann ich das Sternbild jetzt von ihr aufwerten. Löst den Heileffekt von Brustpanzer mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% aus, wenn sowohl Großreinigung als auch Brustpanzer aktiv ist. Yeah! Jawohl! Super! Immerhin, immerhin. Gut, Klee war es nicht. Das bedeutet, ich müsste eigentlich wieder sammeln. Und wir haben wieder... Warte mal, herrloser Sternstaub. Was kann man denn dafür holen? 22 Sternenglanz. Den müsste ich eigentlich... Na komm, drauf geschissen. Was weg ist, ist weg. Ja, Moa... Das da, aber das hebe ich mir eigentlich auf, weil hier kannst du nämlich auch schöne Sachen sammeln, aber so. Wollen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir Klee kriegen. Jawoll! Geil, wir haben die Look gekriegt, Leute.
5 Sterne, Tier, Bitch! Schluck meine Eier, du Noob! Geil! Die lutscht mir die Eier! Jawoll! So, was haben wir hier? 3 Sterne, ist egal. Wir haben Diluc bekommen. Jetzt weiß ich, Diluc ist ganz cool. Den könnte ich ins Team nehmen. Zu den ganzen Mittels. Jetzt kommt erstmal ganz viel Dreier-Scheiß. Letztes Gebet. Auch wieder 3. Egal, Diluc. Easy peasy. Na gut. Freue ich mich. Ich habe wieder Herrenstaub bekommen. Sternstaub. Also egal. Ja, ich würde sagen, das lief.